Hallo, lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den August für den Bereich Liebe und Partnerschaft. Schön, dass du da bist. Lieber Schütze, bitte beachte, es ist ein allgemeines Orakel, das heißt, die Botschaft kann mit dir in Resonanz gehen, muss es aber nicht. Es kann teilweise zutreffen, kann aber auch ein Volltreffer sein. Wichtig ist, dass du in dich hineinspürst, ob du etwas mit dieser Botschaft zu tun haben kannst oder nicht. Und falls es nicht so ist, dann bitte einfach ignorieren. Für den Schützen im August im Bereich Liebe und Partnerschaft. Was kommt? Was darf ich weitergeben? Ja, meine wunderschöne blaue Karte. Hier zeigt sich Gabriel. Diese Karte hat sich auch am Unterdeck gezeigt bei den Skorpionen. Und hier an der Unterseite haben wir eine wunderschöne gelbe Karte. Metatron. Ja, diese Energie bringt Freiheit in Partnerschaften, in Verbindungen, in dein Liebesleben, bringt Leichtigkeit rein. Dieses türkis-hellblaue Licht, das erlöst einen von Blockaden aus der Vergangenheit und schenkt einem ein erfrischtes und freies Bewusstsein. Ja, es heißt auch, Gabriel ist der Hüter des Kehlchakras. Und das heißt, er unterstützt einen dabei, seine Wahrheit auszusprechen. Okay, also hier liegt auch ja der Fokus auf der Kommunikation mit deinem Gegenüber. Der Wagen. Zwei der Münzen. Zehn Kelche. Der Mond und die Sieben der Luft. An der Unterseite haben wir die Neun der Erde. Das sind die neun Münzen im klassischen Tarot. Ich möchte gleich Lenormand-Karten noch hier drauflegen. Hier mit dem Mond haben wir die Blockaden liegen aus der Vergangenheit, Ängste aus der Vergangenheit, Dinge, die aus dem Unterbewusstsein hochkommen, verborgene Programme, die sich hier melden, die einem nicht immer bewusst sind, Muster in Beziehungen, in Verbindungen. Unklarheiten, Undurchsichtigkeiten. Verborgenes. Ja, ich würde auch gerne direkt in den Mond reinschauen als erstes. Hier wollen Dinge offengelegt werden, das ist das, was ich wahrnehme. Es soll raus aus diesem Turmmodus gehen. Der Turm steht für Isolation, für Rückzug, für Trennungen, ja, für Schweigen auch, wenn es um Kommunikation geht. Und der Park ist das komplette Gegenteil. Der Park, man sieht hier auch eine Tür, die offen ist quasi. Der Park steht für das aus sich rauskommen, für sich öffnen, steht für die Öffentlichkeit. Okay. Falls du Single bist, sehe ich ja die Chancen gut, dass du jemanden kennenlernst im August, wenn du rausgehst,
wenn du unter die Leute gehst, wenn du auf Events gehst, wenn du an Veranstaltungen teilnimmst, das ist das, was ich hier sehe, oder wenn du ja an irgendeinen öffentlichen Ort gehst, wie mir wird gerade ein Café auch gezeigt. Warum auch immer, für manche wird mir eine Shisha-Bar gezeigt. Wenn du schon jemand hast, geht es darum, sich zu öffnen und wirklich darüber zu sprechen, was einen bewegt, was einen auch belastet. Wie gesagt, bei Gabriel geht es ja auch um Belastungen aus der Vergangenheit, Blockaden, die hier aufgelöst werden dürfen. Der Knackpunkt hier ist die Kommunikation. Es geht hier um eine Verbindung, wo man eigentlich sagt, man ist glücklich mit diesem Menschen. Ja, man ist eins mit diesen Menschen, man fühlt sich bei diesen Menschen zu Hause, man hat vielleicht schon eine Familie, ein Leben gemeinsam. Ja, also das ist jetzt keine Legung für eine toxische Verbindung oder so, das kann ich gleich schon mal vorwegnehmen. Ja, also das ist eine Verbindung, wo sich die Hingabe lohnt, okay, wo sich die Zeit, die Energie, die Aufmerksamkeit lohnt, die Liebe, wo sie am richtigen Fleck ist sozusagen, ja. Ich hätte gerne 10 Kelche. Ja, hier geht es definitiv um Unklarheiten. Die Wolken zeigen eben dies an. Unklarheiten, Spannungen, die hier entstehen, wenn man nicht kommuniziert. Spannungen wollen gelöst werden, wollen hier rausgehen, Unklarheiten wollen beseitigt werden. Ja, hier geht es um feste Partnerschaften. Okay. Oder falls es um eine Wunschpartnerschaft geht, dann könnte dies eben bedeuten, dass man offen kommunizieren soll, was einem am anderen liegt. Ja, der Anker steht für feste Bindungen. Sich festlegen, feste Bindungen. Es darf hier in eine feste Bindung reingehen. Die Gefühle sagen ja, die Liebe sagt ja. Ja, es fühlt sich gut an. Also die Zeichen stehen hier gut, falls du mit diesem Menschen noch nicht zusammen bist. Aber es ist wichtig, dass man hier eben die Karten wortwörtlich auf den Tisch legt und spricht. Und Gabriel unterstützt euch dabei, ein gutes Gespräch zu führen, etwas offen zu legen. Ja. Hier sind zwei Menschen angezeigt, die gut miteinander gehen, die gut zueinander passen. Der Anker steht auch für sesshaft werden. Themen wie Umziehen, Zusammenziehen, Eheschließungen. Okay, verbindlich zusammenkommen, eine Familie gründen. Verbindlich sein, feste Bindung. Hier haben wir das kleine Glück beim Wagen liegen, bei dir, in deiner Energie. Man darf mit guten Ergebnissen rechnen, man darf mit guten Wendungen rechnen. Positivität, Optimismus ist begründet. Hier haben wir wieder den Fokus auf Gesprächen. Hier dürfen gute Nachrichten überbracht werden. Ich nehme hier Gespräche, Aufklärungen als äußerst positiv wahr. Das sind gute Nachrichten, sehr gute Nachrichten, glückliche Nachrichten. Ich sehe dich sehr entschlossen, lieber Schütze. Du weißt, was du willst.
Auch der Wagen steht für das Thema Freiheit. Was ist beim Gegenüber? Wir haben hier ein Kind. Und wir haben die Fische. Auf der Unterseite sind die Lilien. Die Lilien stehen auch für Familie, für Harmonie, für Heilung. Okay, falls es hier um eine Wunschpartnerschaft geht, sehe ich hier gute Nachrichten durch die Gegend flattern, ja, dass man sich festlegt, dass man hier quasi Nägel mit Köpfen macht. Das ist das, was ich hier wahrnehme. Ich sehe es allerdings jetzt so, dass dein Gegenüber noch im Ungewissen ist, dass dein Gegenüber noch in der Unklarheit ist. Und hier werden, wie gesagt, schon die Karten auf den Tisch gelegt. Ja, das Kind steht für einen Neubeginn. Die Fische stehen für tiefe Gefühle, für Seelenpartnerschaften. Der Stern steht für Klarheit. Das ist das Gegenteil hier eben von den Wolken, von dem Turm, von dem Mond. Okay. Das heißt, hier ist eine Verbindung unter einem guten Stern oder was hier mitgeteilt werden möchte, über was hier geredet werden möchte, es steht unter einem guten Stern. Die Zeichen stehen da dahingehend, dass es in die Klarheit reingeht, dass es in den Erfolg reingeht, okay? Erfolgreiche Kommunikation sehe ich hier. Und den Ring. Der Ring steht für feste Bindungen in Kombination mit dem Anker, für Heiratsanträge oder für wir ziehen zusammen zum Beispiel. Das ist eine, hier, wie auch immer sich das bei euch gestaltet, hier ist eine verbindliche Note mit drin, da geht es hin, definitiv. Und ich sehe das hier allerdings, dass der Schütze auf sein Gegenüber zugeht, okay, mit einer positiven Nachricht, dass der Schütze entschlossen ist, dass der Schütze auch so ein bisschen aufgeregt ist, aber im positiven Sinne, so nehme ich das wahr, Unruhe habe ich hier beim Schützen. Aber wie gesagt, man kann es ja kaum erwarten, miteinander zu sprechen hier und Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, für dein Gegenüber, das sich noch im Unklaren befindet, bedeutet das einen Neubeginn. Das Kind steht für einen Neubeginn. Vielleicht bringt dein Gegenüber auch ein Kind mit oder ihr habt bereits gemeinsame Kinder. Wie gesagt, die 10 Kelche sind auch eine Familienkarte. Definitiv sehe ich hier das Potenzial für ein Familienleben unter anderem auch. Ein gesundes Familienleben. Was sagt das Seelenpartner-Orakel noch dazu? Karte Nummer 33, schätze diesen Augenblick. Jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Romantische Liebe. Überhäufe den Menschen, den du liebst, mit deiner Aufmerksamkeit und Zuneigung. Sei hilfsbereit, bemühe dich aufrichtig zu zeigen, wie viel dir am anderen liegt. Genau darum geht's. Das ist so die vorwiegende Energie, die ich die ganze Zeit wahrnehme. Bemühe dich aufrichtig zu zeigen, wie viel dir am anderen liegt. Ja, das ist diese Mondenergie. Der andere, dein Gegenüber, sehe ich hier im Unklaren. Okay. Wenn du jetzt sagst, nee, das ist bei uns aber komplett umgedreht, das ist durchaus möglich, ja, in allgemeinen Orakeln. Liebe umhüllt dich von allen Seiten. Liebe ist immer und überall da. Ich würde allerdings gerne noch mal eine von diesen Karten obendrauf als zusätzlichen Rat für die Schützen. Schutz, genau. Das ist eine Verbindung, die
auch beschützt ist. Diese Karte kommt sehr oft in den Monatsorakeln für August. Löwe hatte diese Karte, Skorpion hatte diese Karte. Gabriel hat sich auch beim Skorpion gezeigt, genauso wie Raphael hier an der Unterseite des Decks. Vielleicht hast du es mit einem Skorpion zu tun, muss allerdings nicht sein. Okay. Ja, die Karte Raphael steht hier für Herzöffnung, steht hier für Herzheilung. Ebenso wie Gabriel, der hier einen mit Leichtigkeit und Befreiung von Ballast aus der Vergangenheit unterstützt. Und das liegt hieran. So nehme ich das wahr. Hier war es. Bemühe dich aufrichtig zu zeigen, wie viel dir am anderen liegt. Und das sehe ich hier in diesen Karten, dass es vom Schützen ausgeht. Okay, wenn du allerdings sagst, das ist aber die Situation ist eigentlich andersrum, dann kann das durchaus sein. Okay. Dann kommt dein Gegenüber auf dich zu, um sich zu bemühen, dir aufrichtig zu zeigen, wie viel ihm oder ihr an dir liegt. Okay. Ja, liebe Schütze, das kann ich dir weitergeben für August. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, wenn du magst. Ich verlinke dir das zweite August-Orakel für die Schützen jetzt hier am Ende von diesem Video, falls du es noch nicht gesehen hast. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen August. Wenn du magst, bis zum nächsten Video. Bye bye.